Das große Geschäft, eine kleine Geschichte des Klopapiers. So ist eine soeben in der Papiermühle Niederzwönitz eröffnete Sonderausstellung überschrieben. Die Schau informiert über die kultur- und sozialhistorische Entwicklung des Hygienepapiers, zeigt den weiten Weg bis zur ersten Klopapierrolle und stellt die Produktpalette von hauchdünn mit Wasserzeichen über kratziges Krepp bis hin zum Pilzpapier der Zukunft vor. Der humorvolle Streifzug durch die kleine Geschichte des Klopapiers veranlasst zum Schmunzeln und zum Staunen.